Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und beim heutigen Videohop der Stempelfamilie and Friends zeigen wir dir vier Ideen zu Frühling und Ostern. Bei mir gibt es diese niedliche Triple-Easel-Card mit den drei süßen Hasen. Hasen und Blumen gehören für mich zu Ostern einfach dazu. Am Ende meines Videos verlinke ich dir die Playlist mit allen Videos vom Hop. Und in der Beschreibung zu meinem Video findest du die Playlist auch nochmal. Und dann fangen wir doch mal direkt an. Für die Triple Easel Card benötigst du Farbkarton in 21x15 cm, dann eine Seite Designerpapier oder ein Stück Designerpapier in 14,5x10 cm und ein Stück in 13,5x10 cm. Und für die Rückseite, zeige ich ja mal, damit man auch was zum Beschriften hat, nochmal ein Stück weißen Farbkarton in 14,5 mal 10 cm. Dann habe ich hier die Hasen embossed. Ich finde die echt niedlich. Ich zeige die mal. Wie embossen geht, habe ich in einem ähnlichen Video schon mal gezeigt. Das findest du hier. Hier habe ich einfach auf verschiedenen Farbkarton ein Weiß embossed. Und für den hier und für den hier habe ich weißen Farbkarton mit dem Blending Pinsel von Stampin' Up in unterschiedlichen Farben eingewischt, dann drauf embossed und ausgestanzt. Das geht auch sehr gut, finde ich. Und ich finde, so ein bisschen farbenfroh kann der Welt allgemein nicht schaden, muss ich sagen. Deshalb gibt es bei mir jetzt auch immer einen lustigen bunten Hasen dabei. Und dann brauchen wir hier noch diese kleinen Stopper, damit das hier nicht so drüber rutscht. Und da habe ich eine Möhre. Da sind Ostereier versteckt. Ja, deshalb sind die in der zweiten Reihe. Diese müssen ja versteckt sein. Und das hier hinten kann man leider nicht so gut erkennen, weil der Farbkarton zu hell ist, den ich da genommen habe. Das ist ein kleiner Schmetterling. Genau. Das Stempelset, was ich verwendet habe, ist Osterhase von Stampin' Up. Das ist schon ein bisschen älter, ist aber im aktuellen Jahreskatalog noch zu finden. Und jetzt zu Ostern wirklich eine gute Wahl. Einfach niedlich, die Hasen. Er hier hat sogar eine Handstanze dabei. Die anderen muss man von Hand ausschneiden, aber das geht wirklich fix. So, dann rücken wir das hier alles einmal beiseite. Der Farbkarton 21 mal 15 cm. Legen wir die lange Seite bei 10,5 an. Die Hälfte. Und falzen einmal. So, dass wir einmal ganz normal hier unsere Klappkarte haben. Dann aber drehen wir es, legen die kurze Seite oben an und schneiden bis zu der Falzlinie einmal bei 5 und einmal bei 10 Zentimetern das untere Stück ein. Das heißt, ich lege meine Klinge hier hin, wo meine Falzlinie ist und ziehe einmal runter. Wenn das nicht ganz hier oben passt, so wie bei mir, das sieht man gleich, schneide ich den Rest einfach mit der Schere nach. Das ist überhaupt kein Thema. So, also hier oben anlegen, runterziehen. So, da sieht man es, da ist es nicht ganz so gut. Da gehe ich jetzt noch einmal schnell mit der Schere hinterher. So, dann haben wir hier unsere drei Flügelelemente. Die müssen aber noch mal gefalzt werden. Das mache ich nicht mit dem Schneidebrett, weil ich so von Hand besser falzen kann. Also es liegt mit den drei Elementen hier auf der linken Seite der Aufhebhelfer mit der Spitze zum Falzen und dann von der äußeren Ecke bis zur ersten Schneidelinie. Einmal kräftig falzen und das bei allen dreien. Das sind dann nämlich gleich unsere Aufstellelemente. Wirklich darauf achten, dass man gut die Ecke trifft, weil das später zum Aufkleben vom Designerpapier wichtig ist. Dass das schön sauber ist. So, ordentlich kräftig rein. So. Und dann nach rechts rüberklappen. Falze ich das hier einmal, dass es ordentlich fest ist. So. Und die
linke ich einmal hier nach innen. Also ich mache das wieder auf und hier wirklich ganz sauber falzen, damit die richtig schön so von alleine stehen. Das ist ganz wichtig. So wie sie jetzt aussehen, bräuchten sie natürlich keinen Stopper, aber wir wollen die Karte ja flach zum Verschicken haben. Dann leihen sie hier wieder so ein bisschen aus und dafür muss auf jeden Fall der Stopper dann hin. So, das ist der Grundaufbau der Karte. Das war es auch schon wieder. Dann kommt nach innen das größere Stück Designerpapier in 14,5 x 10 cm. Die Karte ist auch ein bisschen größer als meine üblichen. Das kommt, damit man diese drei Elemente besser schneiden konnte. So. Hier habe ich jetzt aus dem aktuellen Mini-Katalog von Stampin' Up! Das Lavendelblütenpapier verwendet, weil ich das mit den Blumen so schön finde. Hier habe ich aus dem Mini-Katalog das Honigsüßpapier verwendet, weil da auch Blumen drauf sind, einfach so eine fröhliche Farbe ist, finde ich. Das ist richtig, macht einfach glücklich, das zu sehen. So, schön mittig kleben. Und dann kann man auch jetzt schon auf die Rückseite ein Stück Farbkarton, auch in 14,5 x 10 cm, habe ich jetzt schon Frohe Ostern drauf gestempelt. Das kann man jetzt auch schon direkt aufkleben, dann hat man das schon weg. Ja, eigentlich so Osterkarten verschickt man ja eigentlich nicht so viele wie Weihnachtskarten. Ich so den Eindruck, aber ich finde, auch zu Ostern kann man den Leuten mal sagen, ich denke an dich und ihnen einfach nur ein Lächeln ins Gesicht zaubern, indem man mal eine Karte schickt. Und mit diesen niedlichen kleinen Hasen ist das wirklich ganz leicht gemacht. So, dann brauchen wir doch nochmal das Schneidebrett jetzt. Und zwar das kleinere Stück Designerpapier in 13,5 x 10 cm. Wird jetzt geschnitten. 2x 4,5 cm Stück ab. Ich habe das extra in einem großen Stück gemacht, weil ich das Design durchgehend haben möchte. Jetzt habe ich drei gleich große Stücke in 4,5 x 10 cm. Und jetzt schneide ich die auch nochmal diagonal durch. Damit ich auch wirklich weiß, dass ich die Diagonale richtig treffe, lege ich mir das immer einmal hier hin, fasse die Ecken an, die geschnitten werden sollen, und lege die beiden Spitzen dann hier in meinem Schneidebrett schön in die Rille. Das Schneidemesser mittig, damit ich da nicht irgendwie abrutsche. Einmal nach oben, einmal nach unten. Und habe schon meine beiden ersten Elemente. Und damit ich wirklich nicht durcheinander komme, klebe ich die jetzt auch mal direkt auf. Also was du da für einen Kleber verwendest, ist völlig egal. Ich habe jetzt festgestellt, Flüssigkleber funktioniert ganz gut, weil man ganz gut hier hinten in die Ecke reinkommt. So, die Blumen auch richtig rum ausrichten. Und dann orientiere ich mich hier an der Falzlinie. So. Man kann dann natürlich auch drei unterschiedliche Sachen machen. Das ist ja wirklich, das ist ja wie immer jedem selbst einfach überlassen. Das finde ich ja das Schöne am Basteln, dass da jeder seine eigene Kreativität austoben kann. Ich finde es in diesem Fall sehr schön, einen durchgehenden Blütenteppich zu haben. Der also auch mit diesem Lavendelblütenpapier, das finde ich einfach unglaublich hübsch. So. Wenn die Karte dann echt flach liegt, hat man das durchgehende Muster. So, das nächste, weil ich ja so schlau bin und mir das nicht merken kann, mache ich dasselbe wie vorhin. Die entsprechenden Ecken festhalten, die Ecken ausrichten und einmal mit dem Schneider drüber. Na? So, gucken, dass man nicht zu weit in die Ecke reingeht und auch nicht zu viel macht, damit es nicht rausquillt. Das ist ganz wichtig immer. Aber auch nicht zu weit von der Ecke wegbleiben, damit die nicht hoch steht. Wenn man merkt, steht hoch, dann vielleicht nochmal einen kleinen Tropfen drunter setzen, damit das wirklich hält und nicht absteht.
Oh, hier. Genau, einfach das, was man da hat, braucht man gar nicht nochmal drücken, sondern streicht das einfach mit der Spitze, zieht man das sozusagen rüber. So. Man sieht schon hier, das ist wirklich das durchgehende Muster ist wirklich gut. Schon hier beim letzten Element. Schön an der Triple Easel Card finde ich, dass man die einfach aufstellen kann. Sie so ein bisschen dieses Interaktive daran, sage ich mal, das finde ich sehr schön. Ist auch vor allem für Kinder, wenn man so zu Ostern ist ja immer noch mehr für Kinder, dass man was schenkt und können sie nochmal sich gucken, was mitmachen. Ja. Und vor allem, sie ist handgemacht. Das ist also einfach dem, dem man schenkt, der weiß, man hat da Zeit drin investiert für ihn. Nicht einfach nur so. Und selbst wenn man sie nur eine gekaufte Karte auf dem Markt kauft, da ist einfach, hat sich jemand Mühe gegeben, auch beim Aussuchen. Auch wenn er sie nicht selbst gemacht hat. Aber wenn du die hier nachbastelt, hast du die natürlich selbst gemacht. Und zeigst jemandem, dass du an ihn denkst. Und gerne Zeit für ihn investierst. So. Das finde ich hier sehr schön, dass ich das grüne Papier nach unten gesetzt habe. Das sieht aus wie Rasen, auf dem die Blüten stehen. Ach, das ist echt cool. So, und dann kommen meine Rasen drauf. Wie gesagt, es ist momentan so viel wieder los in der Welt. Da kann man einfach ein bisschen was Buntes mal gebrauchen. Ich gucke, wie weit geht der Hase, steht hier oben über der Falzlinie. Merke mir das und streiche nur den unteren Teil mit Kleber ein. Ich setze hier einfach meine Finger drauf. Braucht nicht so viel sein, der hält recht gut. Und setze mir den dann hier. Der bunte kommt mittig. Gucke ich einmal hier um die Ecke, aber da ist gerade kein Kleber hingekommen, sonst würde ich den jetzt noch mal schnell wegstreichen, sonst würde er an dieser Seite festkleben, an der oberen Seite und man könnte das Kartenstück nicht aufstellen. Aber das geht so. So. Er hier soll nach hier und er nach hier. Genau. So, dann gucke ich hier oben wieder. Das ist hier nur der Kopf, der nichts abbekommt. Der Rest kann Kleber haben. Und den setze ich wirklich relativ tief, weil er halt mit den Öhrchen übersteht. Aber der war einfach zu niedlich. Ja, und wie gesagt, die sind echt schnell. Ich habe irgendwie 20 Stück von Hand ausgeschnitten heute, beziehungsweise den konnte ich ja stanzen. Also waren es doch nur 14 oder so. Aber das geht wirklich flott. So, und ich habe die auch extra in unterschiedlichen Farben gemacht. Ja, und Hasen sehen ja auch nicht alle gleich aus. So, und ich setze die auch so ein bisschen versetzt drauf. Gucke nochmal, da habe ich auch keinen Kleber überstehen, da auch nicht. So, und wie man jetzt schon sieht, der hier hängt so ein bisschen schlaff durch. Nicht mehr so schön hochkant wie am Anfang. Deshalb kommen da jetzt die kleinen Stopper dazu. Und jetzt gibt es nämlich auch alles hier. Da sind die Ostereier, der Schmetterling und hier die Möhre. Man kann die Möhre auch ihm in die Pfoten reinsetzen. Dann schneidet man hier so ein Stück auf und wird ihn einfach dazwischen klemmen. Sieht auch total niedlich aus. So. Das mache ich aber nicht mit Flüssigkleber, weil ich ja nicht möchte, dass es flach am Boden ist, sondern dafür nehme ich die Abstandsklebis, die da im Menschen als. Ostereiern bin ich großzügig. Kriegt jeder eins. Wichtig ist, dass das Motiv groß genug ist, dass man da überhaupt was hinterkleben kann. Aber auch nicht zu groß ist, weil man sonst halt das hier zu sehr reinklickt und das sieht ja auch nicht aus. So, fangen wir mal vorne mit der Möhre an. So. So, das gefällt mir gut. Dann lege ich ihn hier flach hin, weil ich sehen möchte, wo ich die Ostereier hinsetze. Ich habe hier
Bei diesem hier habe ich sie so ein bisschen tiefer gesetzt. So im Nachhinein gefällt mir das nicht, weil das hier doch sehr nicht so schön hochkant steht, wie ich es gerne hätte, sondern eher so ein bisschen flacher ist, auch im Vergleich zu den anderen. Deshalb lege ich das hier mir wirklich flach hin, das untere Element, und gucke, dass die Ostereier wirklich erst darüber anfangen. Und zwar so, wie ich die Karte gerne hochkant stehen haben möchte. Das sind die ersten beiden Elemente. Und der dritte kriegt noch was. Ne? Und zwar hier den kleinen Schmetterling. Gucken. Richtig ausrichte. Und das ist meine Triple Easel Card. Ja. Ich hoffe, dir hat die Anleitung gefallen. Dann, dass du die nachbastelst. So was kleines Farbenfrohes kann man sich ja auch selbst mal hinstellen. Ist einfach. Ich bin begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Guck dir auf jeden Fall die Videos der anderen noch an. Die haben auch ganz tolle Ideen zu Frühling und Ostern. Gleich im Abspann siehst du die Playlist. Oder wie gesagt, unten in meinem Video, unter meinem Video in der Beschreibung, da ist auch die Playlist direkt zum Anklicken. Und dann, wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das gerne, damit du das nächste Video nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, frohe Ostern, auch wenn es noch ein bisschen dauert. Und bis zum nächsten Mal, deine Annalena. Tschüss!